Ich habe hier eine Miele Geschirrspülmaschine vom Typ G1022 und die hat leider folgendes Problem. Wenn ich sie einschalte zum Spülen, dann leuchtet ganz normal dieses Spülsymbol. Es wird auch abgepumpt. Das ist alles ganz normal bisher. Bloß dann fangen alle drei Lampen an zu blinken und es geht nicht mehr weiter. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen, um zu gucken, was das für ein Fehler ist. Dazu schalten wir die Maschine aus. Die Tür muss zu sein. Jetzt folgendes Vorgehensweise. Wir drücken die Start-Stop-Taste. Den Einschalter drücken wir. Lassen die Start-Stop-Taste los. Drücken sie zweimal und beim dritten Mal halten wir sie, bis dieses kleine Lämpchen hier blinkt. Dann schalten wir auf 1 Uhr hier und wir kriegen hier einen Fehler angezeigt. Ein langer, so wie hier, bedeutet eine 10 und ein kurzer bedeutet eine 1. Also hier haben wir den Fehlercode 11, also 10 plus 1 gleich 11. Anhand dieses Fehlercodes kann man dann entsprechende Reparaturmaßnahmen einleiten oder den Servicetechniker beauftragen, der weiß dann schon mal, was da zu tun ist. Wie gesagt, hier geht es nicht um die Reparatur, sondern halt nur, welchen Fehlercode kann ich hier auslesen. So, dieser Fehler, F11 oder 11, bleibt jetzt natürlich immer bestehen. Jetzt habt ihr vielleicht irgendwas gemacht, habt den Ablauf gereinigt oder geguckt, ob das Wasser gut ablaufen kann. Jetzt wollt ihr den Fehler löschen. Dazu müsst ihr im Prinzip diese Taste bloß 5 Sekunden lang gedrückt halten. 3, 4, 5. Und dann müsste der Fehler weggehen. Jetzt schalten wir die Maschine wieder aus. Schalten sie ein. Und starten erneut. Wenn dann der Fehler wieder auftritt, dann müssen wir woanders gucken. Dann ist es nicht der Ablauf, den wir als solches haben, am Abfluss, sondern müssen die Maschine aufmachen und gucken, woran es liegt. Also ist es nicht der Ablauf. So, das ist jetzt meine Miele Geschirrspülmaschine. Die habe ich mal sozusagen auf den Rücken gelegt. Und dann zeige ich euch mal ein paar Sachen, die in der Maschine stecken. So, jetzt will ich euch ein paar Sachen zeigen. Zum Abnehmen dieser Bodenwanne sind in diesem Fall hier 4 Schrauben. Da benötigt man entweder einen Schlitz oder einen Torx oder einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Ich habe die Schrauben schon mal rausgedreht und nehme die Bodenwanne mal ab. Und wenn ihr das euch hier anguckt, dann ist hier so eine Vertiefung drin und hier ist ein Kunststoffteil. Das ist dieser Schwimmerschalter. Das heißt, es kann passieren, dass ab und zu Wasser in die Bodenwanne läuft und wenn zu viel wird, löst der Schwimmerschalter aus. Der befindet sich hier. Ich kann jetzt das Kunststoff mal abnehmen. Hier ist der Schwimmerschalter. Jetzt, wo wir das schon offen haben, zeige ich euch mal einen anderen Trick hier. Das sind die Füße. Wenn man an diese Füße nicht mehr so gut rankommt, weil die Maschine steht, mit einem Schraubenzieher passt man genau hier rein und man kann die Füße wunderbar drehen. So als kleiner Trick, so als kleiner Trick am Rande. Aber wieder zurück zu der Maschine. Den Schwimmerschalter haben wir schon gesehen. Hier verdeckt sich der Motor. Der ist so leicht eingeklemmt. Da gibt es hier so eine Klemme. Die kann man runterdrücken. Dann kann man den Motor rausnehmen. Geht ein bisschen schwer. Lässt sich hier ganz einfach rausnehmen dann. So, das heißt, wenn man das irgendwann prüfen möchte, ob der funktioniert, geht das auf diese Weise recht schnell. Man kann auch gleichzeitig gucken, ob sich irgendwas hier drin befindet und das so mal den Motorgeräusche verursacht oder den Motorlauf verhindert. Wieder zurück. Wird wieder. Und wieder fest. Dann befindet sich hier unten ein Relais. Für die Heizung. Das geht ganz gerne mal kaputt. Das kann man in der Regel recht schnell rausnehmen. Diese Kunststoffkappe kann man bei diesem Relais sehr gut abmachen und kann sich die Kontakte angucken. Das geht recht gut. Und genauso schnell ist es wieder eingehakt. Dann kommen wir zu einem Punkt,
Hier befindet sich der Druckschalter hier unten bei diesem Gerät. Um an diesen Druckschalter ranzukommen, brauchen wir ein Werkzeug. Am besten eigentlich so eine Kombizange, mit der wir diese Schläuche hier abmachen können. Wie ihr seht, das geht ganz einfach. Also Schlauch abmachen und zur Seite biegen. Dasselbe mache ich mit dem Schlauch und dann komme ich hier unten an den Druckschalter ran, kann den einfach wechseln. So, das sind eigentlich schon die wichtigsten Sachen, die man wissen muss. Die Heizung kann man selber nicht austauschen. Eine Sache noch, hier oben ist die Zuluft für die Trockenluft. Wenn die jetzt doll verstopft ist, müsst ihr mal gucken, dass er das einfach mal wieder frei macht. Sonst kriegt nämlich ganz schlecht das Geschirr die frische Luft und kann ganz schlecht trocknen. Auf dieser Seite befindet sich hier noch der Thermofühler, das ist ein NTC. Der misst die Temperatur des Wassers. Es kann auch mal sein, dass er verdreckt ist oder einfach nicht mehr misst. So lässt er sich leicht austauschen. Wie ihr seht, kommt man mit wenig Werkzeug, hier ein Kreuzschlitz, ein Schlitz und eine Kombizange, doch recht weit in der Maschine voran. Man sieht viel. Und das Wichtigste vor allen Dingen, immer vorher den Netzstecker ziehen.